Yo, hey, hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Duel Links Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich ein Deckvorstellungsvideo für euch, in dem ich euch die neuen Dinos zeige. Einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum zeigst du uns die Dinos jetzt erst? Die sind schon eine ganz schöne Zeit draußen und vor allen Dingen braucht ihr das letzte Dino-Event / Hustleberry-Event, um überhaupt aus diesem Event Karten zu farmen, um das Deck viable zu machen. Ja, das heißt, ich hätte das Video eigentlich schon vor ungefähr 2 Wochen machen können. Der Grund, warum ich die Dinos nie präsentieren wollte, ist, weil zur gleichen Zeit, als die Dinos released waren, auch schon 1 bis 2 Counterdecks dafür da waren. Und das bedeutet, dass diese Dinos sich, obwohl sie sehr, 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 sehr free-to-play viable sind, nicht wirklich competitive gehalten haben für eine gewisse Zeit lang. Mittlerweile muss man sagen, dass die Dinos immer noch dominieren, obwohl es die Counterdecks gibt, aufgrund der Tatsache, weil viele Leute diese effektiven Counterdecks einfach nicht spielen. Die meisten Leute denken sich, dass es das nicht wert ist, um Dinos zu countern, diese Decks zu spielen und spielen lieber ganz normale Meta-Matchups. Und das kann ich definitiv nachvollziehen, weil ihr nicht nur Dinos seht. Und diese Dinos sind neben dem neuen Jubel-Deck mitunter, wie schon erwähnt, die Free-to-Play-freundlichsten Karten. Und falls ihr das letzte Event mit Hustleberry gegrindet haben solltet, solltet ihr definitiv einen Blick auf das Deck werfen und überlegen, ob es nicht wert ist, das zu bauen, weil das zurzeit eins der metadominierendsten Decks ist. Eine andere Sache noch dazu, die neue Box hat auch 2 Counter-Decks, die Dinos wieder countern, aber nicht viele Leute haben in die neueste Box investiert, aufgrund der Tatsache, weil die Decks aus der neuesten Box von einer anderen, älteren Box abhängig sind und die meisten Leute, die zurzeit Duel Links spielen, sind einfach mal ganz ehrlich gesagt Neueinsteiger. Viele Veteranen in Duel Links sind über die letzten Monate abgesprungen, weil das Spiel, ja, ein bisschen langweilig wurde, nicht viel Neues geboten hat und unbalanced war, in Anführungszeichen. Versteht es nicht falsch, es ist immer noch ein solides Spiel, ihr könnt damit eine Menge Spaß haben. Aber die Leute, die es wirklich professionell und competitive gesehen haben, hatten halt irgendwann die Schnauze voll. Und die ganzen Leute, die damals in die alten Boxen investiert haben, die sind gar nicht mehr so extrem am Spielen. Das bedeutet, die ganzen Neulinge, die reinkommen, sehen keinen Grund darin, in diese neue Box zu investieren. Weshalb die beiden neuen 2 Counter-Decks für die Dinos auch nicht so relevant sind. Was bedeutet, solange ihr nicht unbedingt auf einen Oldschool-Spieler trefft, der euch countern möchte und der ein teures Deck spielt, kommt ihr mit diesen Dinos richtig easy durch. Okay, genug Intro, genug geschwatzt. Wir springen direkt mal rein. Ich spiele das Deck persönlich mit Tyranno Hustleberry anstatt mit Rex. Ihr könnt auch mit Rex spielen. Und wir benutzen die Fähigkeit Reich der Dinosaurier. Was ist Reich der Dinosaurier? Es ist der Field Spell. Auf den gehe ich jetzt mal ganz kurz ein, bevor wir über das Deck drüber gehen. Reich der Dinosaurier erlaubt es euch, auf dem Spielfeld mit Jurassische Welt anzufangen. Das bedeutet, dass all eure Typ Dinosaurier-Monster 300 ATK und Death erhalten. Das macht eure Dinos zu sehr, sehr, sehr krassen Beatsticks. Und ihr könnt damit so gut wie über alles andere drüber attacken, was nicht unbedingt ein Bossmonster ist. Und die Bossmonster könnt ihr mit einer ganz bestimmten Karte aus dem Event clearen. Und zwar Überlebensende, aka Survival's End. Das hier ist meine Version des Decks. Es gibt bestimmt 6, 7 verschiedene Versionen da draußen. Und ich habe auch einige Versionen ausprobiert, glaubt's mir. Und ich muss sagen, dass das hier so ziemlich die konsistenteste Version ist, die ich bis jetzt für mich selbst gespielt habe. Auch wenn die Variante hier schon relativ teuer aussieht, dank vieler UR-Karten, ist diese Version hier immer noch nicht die teuerste Version schlechthin. Das heißt, das hier ist noch relativ budgetmäßig angehaucht, das Deck. Und wir gehen jetzt einfach mal über die ganzen Karten drüber. Ich erkläre euch, wofür sie da sind und was ihr noch gegen was anderes austauschen könnt, wenn ihr was Besseres und oder einen Substitute, also eine Auswechselkarte, braucht. Die erste Karte im Deck ist Riesenrex. Riesenrex ist eins eurer wichtigsten Monster aufgrund der Tatsache, weil das Ding hier Futter für euer Survival's End ist, also Überlebensende. Die Karte lässt sich immer wieder Special Summon vom Grave, wenn man diese Karte banisht. Und die Karte, die diese Karte banisht, ist Übel-Schar Salamandra. Ihr wollt also letztendlich den Effekt von Riesenrex bzw. den Effekt von Baby Serasauria benutzen, wenn ihr die beiden Karten sozusagen opfert für euren Effekt von Überlebensende, um einen Special Summon bei dieser Karte hier zu bekommen, beim Baby zu bekommen und oder um diese Karte auf den Friedhof zu schicken, um sie dann wieder zurück zu specialen durchs Banishen. Nächste Karte, die ich zweimal im Deck spiele und die zweimal im Deck Core ist, ist Überschar Salamandra. Überschar Salamandra erlaubt es euch, ein Monster zu banishen vom Friedhof, vom Typ Dinosaurier. Und es bekommt bis zum Ende des Spielzugs 300 ATK. Das heißt, ihr bekommt nicht nur einen ATK-Boost auf euren Übelchar, sondern gleichzeitig bekommt ihr auch vom Friedhof den gebanischten daraufhin Riesenrex zurück.
Ein Nachteil von Riesenrex ist, dass Riesenrex nicht direkt angreifen kann, aber ihr habt zumindest immer ein Monster auf der Spielfeldseite, was Pressure ausüben kann, was gegnerische Monster zerstören kann, welches geopfert werden kann für Econ-Plays und oder Überlebensende-Plays. Und ihr habt ein Monster, welches halt trotzdem Kampfschaden zufügen kann, was sich halt lohnt. Außerdem bekommt der Riesenrex für jedes verbannte Monster vom Typ Dinosaurier 200 ATK. Und das bedeutet, ihr könnt euren Riesenrex zwischendurch in bestimmten Runden locker mal auf... ihr habt 2-3 ATK mit reichte Dinosaurier locker mal 2-5, 2-7 machen. Innerhalb von einem Spielzug, wenn ihr zwei Karten mit Übelschar-Salamandra banished, beziehungsweise aus dem Spiel nehmt, wenn ihr Riesenrex dann schon wieder geholt habt. Was halt ziemlich, ziemlich mächtig sein kann. Und wenn das Duell länger anhält, könnt ihr sogar über 3K mit dem Monster kommen, was crazy ist, wenn ihr mich fragt. Die nächste Karte, die ich zweimal im Deck spiele, ist der Baby Sarasaurier. Viele Leute spielen den nur einmal im Deck oder auch gar nicht, weil die Karte kommt aus einer anderen Box wie der ganze Rest hier. Der Baby Sarasaurier kommt aus Chaotic Compliance, einer älteren und nicht so guten Box, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es ist auch nur eine R-Karte, das heißt, die zweimal zu bekommen sollte relativ simpel sein. Und die Karte hat den folgenden Effekt, dass wenn diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, du ein Dinosaurier-Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören darfst. Das bedeutet, wenn ihr Survival's End zum Beispiel benutzt habt, um eure und die gegnerischen normalen Monster zu clearen, habt ihr die Möglichkeit daraufhin, einen Baby Sarasaurier zu beschwören. Dieser Baby Sarasaurier, falls der Gegner nicht angreift, wird am Ende wegen dem Effekt von Überlebensende automatisch zerstört durch den Effekt und kann ein Monster specialen. Wenn euer Gegner noch ein stärkeres Monster auf dem Spielfeld habt, könntet ihr den zweiten Effekt von eurer Überlebensende-Karte aktivieren, um euren eigenen Baby-Serasaurier zu zerstören, um die gegnerische Karte zu zerstören und gleichzeitig würdet ihr noch im gleichen Spielzug den Special-Summon-Effekt vom Baby-Serasaurier bekommen, was euch halt erlaubt, entweder euren Riesenrex zu searchen oder euren Übelschar-Salamandra. Viele Leute würden übrigens Übelschar-Salamandra auf 3 spielen und ich kann bestätigen, dass 3-mal Übelschar-Salamandra ganz gut ist, weil es eine mächtige Dino-Karte ist und die gleichzeitig halt auch eure Break-Chance reduziert, aber ihr wollt so viel wie möglich Überlebensende aktivieren und das bedeutet, ihr braucht viele normale Monster auf dem Spielfeld. Ich persönlich habe es bevorzugt, eine Vanilla-Monster-Karte, also Non-Effekt-Karte, mehr ins Deck zu nehmen, plus einen Swamp-Mirrorer mehr, also Sumpfspiegler, und dafür halt zu garantieren, dass ich Überlebensende effektiv aktivieren kann. Die Kosten dafür waren, einmal Übelschar-Salamandra rauszunehmen. Aufgrund der Tatsache, weil ich einen zweiten Baby-Serasaurier hinzugefügt habe, weil ich die Überlebensende-Kombo so oft ausspiele in einem Duell, dass ich damit locker flockig zweimal Baby-Serasaurier wegtributen kann mit Überlebensende, um den Gegner zu übertrumpfen und um danach ein Monster zu Special-Summen. Der Effekt von dieser Karte ist so mächtig in dem Deck, dass alleine Baby-Serasaurier das Deck meiner Meinung nach schon 15% besser macht. Ihr könnt das Deck, wie gesagt, ohne Baby-Serasaurier spielen, aber es hat auf jeden Fall dann einiges an Power einzustecken. Die nächste Karte, die ich zweimal spiele, ist Säbelsaurier. Mein stärkster Beatstick als Vanilla-Dino. Ihr solltet die Karte hier spielen an diesem Spot, die ihr habt als stärkster Vanilla-Diener. Für manche Leute mag das Megalo-Smasher X, keine Ahnung was sein, ich weiß nicht, wie die Karte genau heißt. Es gibt eine Menge Vanilla-Dinos da draußen, die man damals schon gespielt hat. Und es gibt einen 2K-Dino, der aussieht wie ein Krokodil. Ihr wisst, welchen ich meine. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Karte heißt. Ich persönlich setze aber auf den Säbelsaurier, weil der Free-to-Play-freundlicher ist. Der Megalo ist ein SR. Die Karte hier ist eine R-Karte, die ihr ganz nebenbei aus Blades of Spirits bekommt. Und Blades of Spirits ist auch generell eine relativ solide Box gewesen, in die man ruhig mal ein paar Packs investieren kann, um sowas wie Säbelsaurier eventuell zu spielen. Wenn ihr absolut keine Gems gerade zur Verfügung habt und ihr das Deck trotzdem spielen wollt, könnt ihr auch andere Dinos in dem Deck spielen. Ist gerade die Frage, wenn wir jetzt nach hier nach Dinos gucken, was haben wir hier zur Auswahl? Ihr könntet Karten in dem Deck spielen, wie zum Beispiel... Zeigt ihr mir natürlich nicht alle an hier, der Arsch. Wo ist er denn jetzt? Hey, zeigt mir den tatsächlich nicht hier an. Den guten hier, den zweiköpfigen König Rex. Das ist die Free-to-Play der Free-to-Play-Möglichkeiten. Eine 1-6er Dino-Karte, die auf 1-9 ATK kommt. Kann natürlich nicht hiermit mithalten, weil die Karte letztendlich mit Reich der Dinosaurier auf 2
2 ATK ist, was richtig mächtig ist. Aber wenn ihr die Karte nicht haben solltet und nicht extra in die Box reingehen wollt, tut es auch jeder andere Vanilla-Dino, beziehungsweise auch die erfüllen ihren Job. Allerdings macht ihr damit halt deutlich weniger Schaden, was euer Deck wieder ein kleines bisschen downgradet, sind wir ganz ehrlich. Mehr Monster als das hier spielt ihr schon nicht in dem Deck, aufgrund der Tatsache, weil ihr verdammt viele Fallen als Backrow braucht, um eure Effekte zu abusen in dem Deck. Die einzigen Zauberkarten, die ich spiele, sind Econ, aufgrund der Tatsache, weil Econ eine super gute Allround-Karte ist und Econ Take Plays absolut wichtig sein können, um euch das Spiel zu gewinnen, sind wir einfach mal ganz ehrlich. Econ ist in dem Deck. Und dann spiele ich 2-mal Kanadier. Ihr solltet Kanadier so oft spielen, wie ihr die Karte habt, am besten 3-mal. Ich habe die Karte leider nur 2-mal, deswegen spiele ich sie nur 2-mal. Und das ist auch eine dieser Sachen, wo ich gesagt habe, das ist so ein bisschen Free-to-Play angehaucht, da ich Kanadier nur 2-mal besitze. Und ich weiß, dass viele Free-to-Play-Leute da draußen Kanadier nur 1 bis 2-mal haben. Aber Kanadier zu besorgen ist gar nicht mal so verkehrt, weil Valiant Souls eine Allround-technisch richtig gute Box ist, aus der ihr Heroes bauen könnt, welche zurzeit zwar nicht mehr Meta sind, aber die immer noch relevant sind als viable semi-competitives Deck. Plus da sind noch eine andere Tech-Karten drin oder Menge Tech-Karten drin, die ihr hier und da abusen könnt. Die nächste Karte, die 1 bis 3-mal im Deck gespielt ist, ist eine UR aus dem Kartenhändler, Sumpfspiegler. Damals wurde Sumpfspiegler benutzt, um damit ein Trap-Deck zu bauen. Und dann wurde es eine Zeit lang benutzt, um es mit Golden Flying Fish zu spielen. Und jetzt spielen wir die Karte als Dino im Dino-Deck. Was diese Karte uns erlaubt zu tun ist, wenn wir diese Karte aktivieren, dürfen wir ein Monster beschwören, dessen Eigenschaft und dessen Monstertyp wir bestimmen dürfen. Und wir dürfen diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören als 1800er Monster. Also in dem Sinne machen wir hieraus einen Dino. Das heißt, der bekommt den 300er Bonus auf 2-1. Und diese Karten, diese Fallenkarten, gelten als normale Monster, was uns halt erlaubt, unser Überlebensende an auch die Beschwörung zum Beispiel von unserem Sumpfspiegler ranzuchainen. Die nächste Karte, mit der ich einmal Kanadier substitute, ist Wasserloch-Fallgrube, eine richtig gute Falle. Und jetzt kommt das Bread and Butter des Decks mitunter, Überlebensende, die Falle, um die das ganze Deck herum aufgebaut ist. Die Karte hat den folgenden Effekt. Zerstöre so viele normale Monster auf dem Spielfeld wie möglich. Weil du dies tust, beschwöre Monster vom Typ Dinosaurier Stufe 4 oder niedriger bis zur zerstörten Anzahl als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Aber zerstöre sie während der Endphase. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel angegriffen habt, die Karte benutzen, all eure normalen Karten clearen auf dem Spielfeld, neue Dinos beschwören und nochmal angreifen, was euch halt erlaubt, super viel Damage zu fahren. Gleichzeitig erlaubt euch das aber auch, wenn ihr zum Beispiel einen Säbelsaurier auf dem Spielfeld habt, oder sagen wir einfach mal, ihr habt einen Kanadier vom Friedhof zurückbeschworen, den Säbelsaurier, Kanadier oder auch Sumpfspiegler zum Beispiel damit zu zerstören, um damit einen Baby-Serasaurier zu holen, der euch dann erlaubt, entweder am Ende, wenn der in der Endphase zerstört wird, einen Überschall bzw. beziehungsweise einen Riesenrex zu beschwören. Oder ihr könnt im gleichen Spielzug vom Friedhof den zweiten Effekt von Überlebensende aktivieren, um damit euren Baby-Serasaurier wegzutributen oder halt euren Riesenrex in dem Sinne. Der zweite Effekt von Überlebensende, auf den ich jetzt zu sprechen komme, ist der folgende. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Monster von Typ Dinosaurier, das du kontrollierst, wählen und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen und du kannst beide halt dementsprechend zerstören. Das heißt, der Gegner kriegt eine Karte zerstört, ihr bekommt eure Karte zerstört und der Sinn, warum ihr letztendlich damit immer Baby-Serasaurier oder Riesenrex halt haben wollt, ist, weil ihr durch den zweiten Effekt, durch den Zerstöreffekt, den Riesenrex ins Grave bekommt und diesen zurück Special sammeln könnt mit dem Salamandra, weil ihr den halt banisht und der dann durch seinen eigenen Effekt zurückgespecialt wird. Und beim Baby-Serasaurier ist halt wie schon eben erwähnt der Effekt der Fall, dass wenn dieser zerstört wird, ihr dafür einen anderen Dino aufs Spielfeld bekommt, welcher dann am Ende des Spielzuges nicht mehr zerstört wird, weil dieser nicht original mit Überlebensende gespecialt sammelt war. Eine super gute Combo, die euch ein Monster aufs Spielfeld gibt, plus gleichzeitig ein gegnerisches Top-Monster clearen lässt oder auch Backrow clearen lässt dank Überlebensende, was absolut crazy ist. Die zweite Karte, die hundertprozentig Core im Deck ist, ist Marella. Und Marella bekommt ihr aus der Box Valiant Souls. Marella ist eine Endkarte, die solltet ihr super schnell bekommen. Das heißt, wenn ihr in Valiant Souls rein investiert, was ich euch wie gesagt nur empfehlen kann, bekommt ihr nicht nur Marella, sondern gleichzeitig auch Canadia und ein paar Hero-Karten, plus noch ein paar andere Techs. Das heißt, Valiant Souls ist bis zum heutigen Tage immer noch eine der besten Meta-Boxen, wenn es darum geht, Tech-Karten zu sammeln und oder Heroes zu bauen. Marella erlaubt es euch als Paläozoik,
Und darauf gehe ich ganz kurz ein. Kanadier muss ich euch nicht erklären, weil jeder kennt Kanadier. Aber Marella erkläre ich euch. Wenn ihr Marella aktiviert, dürft ihr eine Falle auf euren Friedhof legen. Das heißt, ihr könnt entweder eine andere Marella, eine Kanadier, Marella oder Kanadier auf den Friedhof legen, um diese dann zu Special sammeln bei der nächsten Aktivierung einer Falle, um dann dadurch halt ein normales Monster aufs Spielfeld zu beschwören. Weil Marella kann genauso wie Kanadier gespecialt summoned werden vom Grave, wenn eine weitere Falle aktiviert wird, und diese gelten als normale Monster, die ihr benutzen könnt, um euer Überlebensende zu benutzen, unabhängig davon, ob ihr einen normalen Dino auf dem Spielfeld habt oder nicht, weil zu 90% der Zeit werdet ihr ironischerweise eigentlich den Effekt-Dino auf dem Spielfeld haben, und zwar einen dieser beiden hier. Und gleichzeitig erlaubt es diese Karte halt auch noch, die wichtigste Karte im Deck überhaupt in den Friedhof zu schicken, und zwar Überlebensende. Das heißt, ihr könnt hiermit Überlebensende ins Grave schicken. Ihr müsst nicht erst eine normale Karte auf dem Spielfeld von euch selbst zerstören damit, um was Neues zu Special sammeln, sondern ihr könnt sofort den zweiten Effekt hiervon vom Grave aus, also vom Friedhof aus, aktivieren, um eins eurer Monster zu zerstören, um eine gegnerische Karte zu zerstören, was euch maximale Value gibt. Der Grund, warum ich gesagt habe, dass ihr mit Marella auch Marella und oder Kanadier auf dem Friedhof schicken könnt, ist, weil ihr nicht all eure Überlebensenden in einem Spielzug oder innerhalb kürzester Zeit aufs Grave schicken wollt. Der Effekt, dass alle normalen Monster auf dem Spielfeld zerstört werden, gilt nicht nur für euch, sondern halt auch für den Gegner, was auch das gegnerische Board clearen kann, vor allen Dingen, wenn der Gegner viel Kanadier spielt, und Kanadier ist zurzeit eine der Metakarten überhaupt, das heißt, viele Leute spielen Kanadier. Sondern gleichzeitig erlaubt euch Überlebensende halt auch mehrere Attacks in einer Runde zu machen, was euch Consistency und Damage aufs Spielfeld gibt, was euch Druck gibt, den Gegner zu OTKen bzw. schneller zu besiegen. Und genau deswegen solltet ihr nicht all eure Überlebensenden sofort mit Marella ins Grave schmeißen, sondern euch überlegen, ich habe eins davon schon im Grave, ich könnte noch eins ins Grave schmeißen, aber ich habe auch noch eins auf dem Spielfeld. Ihr müsst mit euren Ressourcen so ein bisschen managen und gut umgehen und spielabhängig, abhängig von der Situation, auswählen, was ihr mit euren Ressourcen letztendlich macht. Das Deck hier ist generell ein kleines bisschen komplexer zu spielen als viele andere Metadecks da draußen zurzeit. Aufgrund der Tatsache, weil ihr die Chain Links verstehen müsst. Was meine ich mit Chain Links? Eine Chain in Yu-Gi-Oh! Ist, wenn ihr mehrere Karten aneinander kettet. Diese Kette nennt sich Chain. Gerade in Yu-Gi-Oh! Duel oder in Duel Links hat dieses Chain-System ein ganz bestimmtes System, in dem man bestimmte Timings verpassen lassen kann, beziehungsweise der Gegner Timings verpasst, was ihr in bestimmten Matchups wie zum Beispiel AG Hardcore ausnutzen müsst, mit eurer fallenlastigen Deckaufbaumeta hier gerade. Und gleichzeitig könnt ihr hiermit aber auch zum Beispiel eure eigene Kanadier beschwören, wenn ihr Überlebensende zum Beispiel benutzt und ihr schon eine Kanadier im Grave hattet. Ihr dürft aber nicht vergessen, Kanadier ist dann Chain Link 2, wird also zuerst gespecialt summoned und dann setzt Überlebensende ein. Was bedeutet, dass Überlebensende eure eigene Kanadier mit clearen würde, um euch ein weiteres Monster zu special summonen. Wenn ihr dieses Monster aber nicht braucht, wäre es Verschwendung, zum Beispiel Kanadier an Überlebensende zu chainen. Das bedeutet, manchmal solltet ihr lieber auf Nein drücken, anstatt auf Yes wie Yes-Clicker-Decks zu klicken und irgendwelche Karten random zu beschwören. Aber das war es jetzt eigentlich auch schon zu dem Video. Das ist das Deck. Wie gesagt, Core in dem Deck ist einmal Riesenrex, zweimal Überschasselaman 3, könnt ihr noch dreimal spielen. Ihr braucht ein bis zwei Vanilla-Beatdown-Monster. Ihr braucht eventuell, ihr müsst gar nicht Baby Serasaurier spielen, aber die Karte gibt euch unglaublich Value. Wie gesagt, 15% würde ich sagen, gibt euch die Karte als Power Spike. Ich würde sie ein bis zweimal im Deck spielen. Und dann die anderen beiden Karten, die in dem Deck Core sind, sind Überlebensende und Marella. Was könntet ihr alternativ noch spielen, bevor ich das Video beende? Was könntet ihr alternativ noch spielen, um Canadias, welche ja teuer sind, oder die Wasserloch-Fallgrube zu ersetzen? Okay, sind wir ganz ehrlich, ihr könntet noch reinnehmen Halluzigenia, falls ihr die Karte rein zufällig einmal rumliegen habt. Ihr könntet noch reinnehmen Spiegelwand. Ihr könntet reinnehmen Mauer der Störung, also WOD. Ihr könntet reinnehmen, was weiß ich nicht, Raketenhand ist eine ganz gute Tech-Karte, macht eure Dinos stärker und ihr könnt eine gegnerische Karte zerstören und den Dino mit 0 ATK könnt ihr dann mit Überlebensende am Ende wegtributen und den Effekt davon halt ausnutzen, was ziemlich dope ist, was ziemlich gut funktioniert, wenn ihr mich fragt. Ihr könnt eine andere Karte spielen, noch mehr Free-to-Play-freundlich, ihr wollt keine URs sehen, okay, ihr könnt eine Karte wie Windsturm in dem Deck spielen. Oder
Für ganz arme Spieler, Fluch des Anubis. Für die Leute, die absolut nichts aus Boxen haben und zurzeit auch keine Gems haben. Viel günstiger als dieses Deck wird es nicht. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr diese schöne Karte dreimal aus dem letzten Event gezogen habt. Wenn ihr die Karte dreimal habt, seid ihr golden, seid ihr Gucci, seid ihr good to go. Das war's das heutige Video, das war's das heutige Deck. Ich glaube, Überlebensende bekommt man auch aus SR-PvP-Tickets, bin mir nicht ganz sicher. Guckt mal nach, falls ihr die Karte nur zweimal haben solltet oder so. Aber ich bin raus. Ich wünsche euch einen super tollen Tag, Leute. Liked das Video, abonniert zum Kanal für mehr Videos. Und ich sehe euch beim nächsten Mal. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.